Hallöchen, es gibt ein kleines Infovideo, es gibt was Wichtiges euch mitzuteilen. Und zwar habe ich mir ein paar Gedanken gemacht zu meinem Kanal. Killed Chaos gibt es jetzt seit bald 10 Jahren. Den Kanal als Let's Play Kanal führe ich jetzt seit fast 6 Jahren. Boah, sorry. Bin gerade auf dem Weg zur Arbeit, müde wie immer. Ja, müde ist ein Stichwort, aber viel Arbeit stecke ich in diesen Kanal, habe ich schon in diesen Kanal gesteckt. Ich bin sehr froh, dass ich eine schöne Community mit euch bekommen habe, aufgebaut habe. Wirklich viele sehr nette Leute dabei. Aber es geht nicht so richtig vorwärts. Ne? Ich weiß, ich habe auch schon viele Tipps von euch bekommen, was ich machen könnte. Ich habe auch schon total viel ausprobiert, aber so richtig läuft es nicht. Und jetzt habe ich nochmal eine Abrechnung bekommen vom Januar. Ich verdiene ja auch ein bisschen Geld damit. Ne? Das ist ja, ich mache es zum Spaß, das wisst ihr. Aber ich möchte natürlich auch ein bisschen Geld damit verdienen. Das habe ich schon oft erzählt. Damit ich meinen Hauptjob ein bisschen reduzieren kann, um ja, mehr zu Hause zu sein bei meiner Familie. So, das ist aber nicht so. Jetzt habe ich eine Abrechnung bekommen. Januar, 30 Euro. Ich habe 30 Euro damit verdient. 32 Videos rausgebracht, 32 entsprechend mal entsprechend Videos bearbeitet, aufgenommen etc. Das ist so viel Zeit, die dabei drauf geht, und ich habe da keine Lust mehr drauf. Ich habe da keine Lust mehr drauf, mich dermaßen zu verbiegen. Deswegen, ich mache es jetzt ganz kurz. Die Facecam gibt es jetzt nicht mehr. Die Facecam gibt es nur noch in ausgewählten Fällen. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Spezialvideos mache oder wenn ich mal wieder ein Horrorspiel zeige, weil es dann natürlich ganz interessant ist, wie ich gähne und wie ich mich erschrecke. Ansonsten, Wizard101 wird jetzt nicht mehr mit Facecam laufen. Dafür wird Wizard101 jetzt wieder täglich kommen. Ab in den nächsten Tagen geht's los. Und täglich 18 Uhr Wizard101. Also das zweite Let's Play wird es nicht mehr geben. Sniper Elite 4 habe ich abgebrochen, hat keinen Schwein interessiert. Noch ein paar Schweinchen hat es interessiert, aber ich werde dieses Spiel auch mal weiterspielen. Sorry, ich muss schalten. Ich werde dieses Spiel auch weiterspielen, aber sehr, sehr selten kommt mal eine Folge davon. Genau wie mit allem anderen. For Honor, ach komm, ich habe auch gar keine Lust mehr, mich zu verbiegen. Es gibt noch so viele tolle Spiele, die ich gerne spielen möchte. Es lohnt sich aber nicht, diese auf meinem Kanal zu zeigen. Ja? Zumindest nicht, wenn ich vorwärts kommen möchte. Und ich komme nicht vorwärts. Und ich habe einfach nicht mehr so viel Zeit, wie ich das als Jugendlicher gehabt hätte. Tja, deswegen Wizard101 möchte ich endlich zu Ende bringen, damit ich mich danach auf was anderes konzentrieren kann. Denn dann möchte ich mich auch weiterhin Spielen widmen, aber nur als Randerscheinung. Nicht mehr so hauptsächlich. Ich gucke mir Spiele an, aber es wird viele andere Sachen auch geben auf meinem Kanal. Das heißt, der Kanal Killed Chaos wird sich ziemlich wandeln. Ziemlich. Aber erstmal wird Wizard101 zu Ende gespielt. Und dafür wird es ab jetzt wieder jeden Tag kommen. Jeden Tag ungefähr 15 Minuten. Ich werde auch wieder Kämpfe unterbrechen, um eine neue Folge zu machen. Anders geht es nicht. So, ich hoffe, ihr seid damit auch einverstanden. Und wenn nicht, dann ist es halt so. Wirklich viel zu verlieren habe ich nicht mehr. Ja. Nee. Leute, mal ganz im Ernst, guck mal. 7 Jahre lang mache ich das schon. Und man muss sich einfach eingestehen, mein Kanal läuft nicht so, wie er laufen sollte. Und ich liebe aber meinen Kanal und ich mache das Hobby wirklich sehr, sehr gerne. Es macht mir sehr viel Spaß, aber ich werde nicht mehr so da reinklutzen, sondern ich fahre alles komplett runter. Es gibt nur noch Wizard101. Es gibt hin und wieder natürlich mal einen Vlog, weil mir das auch sehr viel Spaß macht. Hier Handykamera-Videos gibt es auch mal, das ist ja völlig unkompliziert. Und ja, ansonsten war es das erstmal. Das ist die Zukunft auf meinem Kanal. Mal gucken, ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dabei. Vielen Dank für euer Verständnis, wenn ihr denn welches habt. Macht's gut. Tschüssi.